Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Brennpunkt, Reizthema Benzin. Deutschlands Autofahrer sind schon so richtig kräftig, stinke sauer auf die Herren in den dunklen Anzügen in Berlin und Bonn. Die juckt's relativ wenig, dass man inzwischen für Benzin schlappe 2,15 Mark zahlen muss. Und das ist noch nicht zu Ende. Die Herren Politiker aus Berlin schieben den Ölkonzernen, den Ölmultis, die Schuld zu. Die Ölmultis behaupten, der Staat lange mit seiner Ökosteuer zu. Doch diese Ökosteuer kommt keineswegs ökologischen Belangen zugute. Es wird derzeit für Rentenlöcher zu stopfen verwendet, für alles mögliche andere. Stattdessen gibt es in Deutschland kilometerlange Staus. Jetzt reicht's, ist eine Aktion, eine bundesweite Aktion des ADACs. Die Neihefer sehen das cool und gelassen. Denn in weiser Voraussicht vielleicht auf die heutige Benzinpreisentwicklung hat man schon vor Jahren die letzte Tankstelle geschlossen. Wenn sie sich an der Aktion Jetzt reicht's vom ADAC, dem oder einem der größten deutschen Automobilclubs, beteiligen wollen, dann rufen sie einfach eine ADAC-Zentrale München an. Natürlich nicht gut, ja, das ist natürlich nicht gut, so ein Scherz. Was will man? Protestieren. Weniger fahren. Tja, erstmal bezahlen. So. Nur ein wenig Geld haben, ne? Die trifft es am meisten. Und ich finde es sowieso, dass nur zwischen den Ölkonzernen das Preistreiberei ist. Jetzt normalerweise ist der Ölpreis gefallen und die Ölkonzerne treiben es in der Höhe. Ne? Das ist so meine Meinung. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.